Ja, hallo und willkommen zurück zu einer Runde No Man's Sky. Wir legen einfach mal los hier mit mit dem Spiel und ich muss mir noch den Chat eben vorbereiten. Kleinen Moment. Nur für den Fall. Chat. So. An den Chat schnell ein kleines Hallo. So, das soll erstmal reichen. Alles klar. Ich habe nach Freitagabend, nach Release, auch nochmal ziemlich viel weitergespielt und habe inzwischen 23 Plätze im Inventar. Wie viel waren es ursprünglich? Ich glaube, ursprünglich waren es nur diese. Das wären ja dann 11 gewesen. Wahrscheinlich waren es ursprünglich 10 oder 12. Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall sind es jetzt deutlich mehr, wie man sieht. Das Raumschiff ist immer noch das Startschiff. Da habe ich noch nicht die Muße gefunden, das zu verbessern. Weil ich erstmal das komplette Geld in die zusätzlichen Inventarplätze gesteckt habe. Dafür haben wir jetzt aber auch schon ein kleines, wie soll ich sagen, ein kleines. Ja, sozusagen eine kleine Ressourcenansammlung. So. So, und ich habe auch ein bisschen, ich habe das Tutorial, glaube ich, jetzt fertig. Und das da unten ist quasi die erste Story-Quest, wenn ich das richtig verstehe. Der wollte ich mich jetzt mal annehmen. Wissenssteine habe ich gestern Abend noch schnell eingesammelt. Habe auch schon ein bisschen, ein kleines bisschen die Sprache zusammengesammelt. So, dann wollen wir mal schauen, was uns hier erwartet. Macht erwartet. Die rote Kugel verschwindet und ich stehe vor einem Weg, dem ich folgen muss. Ich steige zu den Sternen hinauf. Ja, wie man unschwer erkennen kann, ist das Spiele-Logo auch. Dann schauen wir doch einfach mal, wohin das hier noch alles führen mag. Das nehmen wir erstmal mit. Ja, zu dem Spiel zu sagen, muss ich ja übrigens noch was loswerden. Es ist erstaunlich, wie die Kritiken sich da überschlagen. Die eine Hälfte feiert es ab. Ah, guten Tag, Herr Sparrowback. Die eine Hälfte feiert es ab, als wäre es das Ei des Kolumbus und das beste Spiel überhaupt, das je ein Entwickler sich ausgedacht hat. Und die anderen sagen, oh, das hätte ja ganz anders sein müssen und das war ja ganz anders. Da hatten wir es ja, Sparrowback, du erinnerst dich bestimmt. Da hatten wir es ja schon von am Freitagabend. Viele Leute haben das Spiel einfach, glaube ich, mit falschen Erwartungen eingeschätzt, weil es so gehypt wurde. Und dann haben die Leute zigtausend Sachen erwartet, die das Spiel natürlich nicht hat. Und jetzt haben wir quasi den Salat. Ich habe leider auch schon zu viele Baupläne. Also, wir können das hier kurz sehen. Ein Slot frei. Also wenn ich mir das hier angucke, da habe ich schon jede Menge, da habe ich gerade keinen Slot frei. Und hier habe ich auch schon jede Menge, ich habe es nur noch nicht hergestellt. Bei dem Multitool hier liegt es daran, dass ich auch da der Meinung bin, da warte ich lieber, bis ich eins mit mehr Slots habe. Aber bisher habe ich noch keins gefunden, das mir zugesagt hat, beziehungsweise ich habe das Geld ja erstmal anderweitig investiert. Und genau dasselbe gilt für das Raumschiff auch. Da habe ich halt auch noch keine Upgrades installiert. In meinem Anzug auch nicht. Weil ich jedes Mal, wenn ich das machen möchte, denke, ich warte noch einen kleinen Moment. Warte noch einen kleinen Moment, bis ich,
bis ich noch ein paar mehr Slots habe. Und jetzt habe ich die ganzen Slots, aber da ist dann halt immer sofort ein Item drin. Schade finde ich, dass es nicht so viel bringt, die Pflanzen zu analysieren. Die Tiere zu analysieren bringt tatsächlich mehr, wenn man nämlich auf einem Planeten alle 10 findet, was mir auf einem auch tatsächlich bereits gelungen ist, bekommt man 250.000 Units. Muss ich hier das Geld nennen. Das Problem ist, auf diesem Planeten hier fehlen mir, glaube ich, noch 2 Spezies und ich finde sie einfach nicht. Deswegen, also ich muss hier irgendwann hin zurückkommen. Geräusche. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Tiere, die mir fehlen, jetzt im Wasser leben oder in Höhlen oder so. Meine bisherige Meinung ist, dass das Spiel Leute, ich habe da eine Steam Review gestern auch noch zugeschrieben nach 10 Stunden, weil die Review, die tatsächlich die meisten Daumen hoch bei Steam hatte, da habe ich mir gedacht, okay, er hat nämlich 1,6 Stunden gespielt. Und ich finde, dass also in einem Punkt gebe ich ihm recht, und zwar, natürlich sollte ein Spiel nach einer Stunde Spaß machen. Wenn es einem nach einer Stunde keinen Spaß macht, dann ist es nicht das richtige Spiel für einen. Da hat er natürlich recht. Aber ich bin durchaus der Meinung, eine Stunde reicht nicht, also wenn einem das Spiel Spaß macht, reicht eine Stunde nicht aus, um das zu beurteilen. Ja, also insofern. Hast du das Gebäude entdeckt? Show me, lass mich das sehen. Ich finde, das ist keine so besonders ausreichende Einschätzung nach einer Stunde. Aber ja, also meine Meinung dazu ist tatsächlich, ich habe es jetzt knapp 10 Stunden gespielt und mein Gefühl ist, dass es durchaus Spaß machen kann. Ich habe es in meiner Stream-Review so beschrieben, dass es quasi eine Mischung ist aus den Grundbausteinen von Elite, Minecraft und noch einer Prise Spore. Das beschreibt es, glaube ich, tatsächlich ziemlich treffend.